Recht herzlich willkommen zur 161. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind auf dem Weg nach Duna. Hat letztes Mal mit der Planung nicht so geklappt, aber das war auf der anderen Seite auch nicht schlecht, weil der Dralo mir auch geschrieben hatte, ich bin ja hier, ja, wie heißt es? Total mit 2000, sag schon, na, ich komme jetzt nicht drauf. Delta V unterwegs, das wäre, ist ja auch viel zu viel. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir erstmal einen Tag weiterfliegen und dann schauen. Jetzt bin ich hier natürlich reingegangen, aber ist auch nicht schlimm. Da können wir mal gerade gucken, dass wir erstmal Duna finden. Nee, oder? Ja, Duna. Erstmal rausscrollen kurz einmal, kurz schauen, wo er ist. War da schon? Ah, das war er schon. Dann habe ich den eben schon. Ziel entfernen? Ne, Ziel brauchen wir nicht entfernen. Dann war er da schon. Ich dachte, das wäre der Minmus gewesen. So, und da hat der Dralo natürlich gesagt, wenn ich da so ein Ding setze. Manöver hinzufügen, dann sollte ich das Manöver mal rechts klicken. Ne, aber dann bleibt das nicht. Haha. Sehr schön. Aber wie man sieht, jetzt kann man es rechts klicken und funktioniert, ne? So. Mal einmal raus und so, hier sind wir jetzt mit dem Dingens unterwegs, ne? Minmus, ne, Mund. Jetzt müssten wir mal gucken. Doch, vielleicht hier und dann eine Runde weiter springen und noch eine Runde weiter. Und dann müssen wir mal gucken. Wieder da, so, genau. Jetzt wieder raus. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir da hin müssen, ne? Ist er jetzt schon auf dem Weg dahin? Nee, ne? Nee. Müssen noch ein bisschen weiter raus. Ich glaube, wir müssen auch. Da war gerade eben der auch was, ne? Wahrscheinlich, oder? Ja, irgendwie sieht es heute anders aus hier mit der Anzeige. Weiß auch nicht. Letztes Mal hatte das nicht so geklappt, ne? Oder? Ne? Das war nix. Ich glaube, wir probieren das mal mit so. Ne, das ist es jetzt wirklich nicht. Aha, warte mal. Da tut sich was. Vielleicht ist es dann irgendwo da. Nicht wirklich, ne? Stopp mal. Da springt er ja, ne? Ja. Aber nicht wirklich entscheidend, oder? Nee, wir müssen einfach noch viele Tage weiter wahrscheinlich, oder? Kann das sein? Was hat er jetzt gemacht? Jetzt hat er irgendwo einen Orbit verloren, oder was? Oder kann er nicht so weit vor? Wird wahrscheinlich so sein, ne? Gut. Jetzt müssen wir hier vielleicht drehen.
Jetzt wird das schäbig mit dem A. Das kannst du wieder vergessen, ne? Das ist. Also die Einstellungen sind schon ziemlich schwer zu machen mit dem Ding da. Manöver hinzufügen, haben wir gemacht. Dann. Fliegen wir raus. Stopp, das war jetzt. Da landen wir bei Min-Mun. Und wen haben wir da jetzt? Da wären wir jetzt beim Mund abgelenkt. Das ist das Do. Dann ja, ich glaube, das können wir gerade wieder canceln, weil durch das Drehen des Rades irgendwas schiefgelaufen ist. Machen wir Manöver gerade hier. So, jetzt ziehen wir den erstmal raus. Gucken, wo wir da hinkommen. So, stopp. Wo geht's denn jetzt hin? Ansicht zentrieren. Ist aber nicht hier, ne? Da sind wir irgendwo anders. Gut. Da gehen wir wahrscheinlich in Dingens, ne? Wie heißt es? In einen anderen Orbit. So, was hat der Dralo jetzt gesagt? Mal gucken, ob wir da irgendwie was haben. Einen Tag weiterklicken, hat er immer gesagt. Das sind ja jetzt nur Umdrehungen, keine Tage, oder? Obwohl, da unten sieht man auch Tage. Das sind jetzt Stunden dann. Wo sind wir denn, wenn wir das verlassen? Da erst, okay. Dann kommen wir erst zum Sonnenorbit, oder wie? Sonnenperiapsis. Müssen wir noch weiter raus. Ist nur die Frage, wann wir das kriegen, ne? So, das ist 4 Tage weiter und da ist nichts passiert. Okay, da sind wir, crashen wir irgendwie mit dem Mund oder was? Keine Ahnung, wer da jetzt gerade im Weg ist. So, da kommen wir dann wieder raus, aber irgendwie auch nicht so wirklich dahin, wo wir hin wollen, ne? Jetzt könnte man das noch ein bisschen so probieren. Bringt aber wahrscheinlich auch nichts, oder? So, da kommen wir jetzt näher und da sind wir zu weit. Stopp, da ist es. Was irgendwie. Oh, jetzt habe ich auch noch Gas gegeben, noch besser, ne? Naja. Ich wollte gerade sagen, kann ich das mit der Shift-Taste irgendwie steuern, aber war wohl nicht so. Doof gelaufen. So, da hinten habe ich schon ziemlich nah.
Die Marker beieinander, ne? Boah, das ist aber voll doof. Da ist doch irgendwas falsch. Stopp mal. Da ist was. Da haben wir ihn. So, und wie viel ist das? Das ist 1400. Das sieht doch schon mal viel besser aus wie beim letzten Mal. Da hatten wir irgendwas bei 2000er der Dralo geschrieben. So, und jetzt ist wieder weg, ne? Ja, schade drum. Jetzt finde ich den Punkt nicht wieder, ne? Oder? Ja, aus Versehen irgendwo hingeklickt und dann war es das, ne? Oh, so ein Shit, ne? Das ist jetzt richtig doof. Das gefällt mir nicht. Da ist er. Da ist jetzt das passend. Tuner Begegnung. Was passiert jetzt, wenn wir den mal rechtsklicken und sagen noch einen Tag später? Ändert sich nichts, ne? Also eine Umdrehung ist das ja, ne? So, jetzt nochmal da. Stopp. Ja, das sind drei, die wir da weniger haben. Super, oder? Ja, irgendwie. Es ist das noch nicht. Geh mal rein hier. Und wenn ich den jetzt ein bisschen weiter nach vorne ziehe, gucken wir dann noch mal raus. Körben Flucht, ja, sehr gut. Jetzt haben wir aber da hinten kein Dingens. Müssen wir den wieder suchen, wo der ist? Stopp, da war er. Aber wie wir gerade sehen, ist es mehr geworden. Das heißt, die Richtung war die falsche, wenn. Der Fluchtpunkt muss eher da sein. Wenn es denn so ist. Ja, das sieht jetzt ganz anders aus. Okay, das ist jetzt nicht mehr dolle. So. Ne, weniger. Stopp. Ja, das sind 1100, das hört sich gut an oder fühlt sich gut an. Stopp, das war jetzt die falsche wahrscheinlich Richtung. Ah. Ne, da kommen wir schon wieder weit auseinander. Hier irgendwo ist der Punkt. Nee, da klappt das, glaube ich, nicht mehr. Oder? Stopp. Wo ist er hin? Weg, ne?
Nee, kein Annäherungspunkt mehr dann da. Das heißt, wir müssen da irgendwo ein bisschen auf der Achse arbeiten. So, nochmal gucken. Ist Fummelkram, ne? Definitiv. Ich will hoffen, dass es auch bei anderen so ist, nicht nur bei mir, dass ich wieder nicht den richtigen Weg finde, ne? Gibt es keinen Punkt da, okay. Ist auch die falsche Richtung, ne? Muss man auch ganz klar sagen. Oder wir können das ja auch mal so lassen und erstmal den hier ein bisschen in Schwung bringen. Okay, hier müsste er ja eigentlich irgendwo sein. Aber 1700 ist viel zu viel. Da war er. Da ist er. Aber bei 1,7 wollen wir nicht drüber reden, ne? Da wird es mehr, also eher weniger. Kriegen wir da nochmal? Ja, da war er nochmal. Da ist er, ne, oder? Sonne, Abraum, Sedun, der Flucht, genau. Und das sind 1,7 wieder. Das ist es also auch nicht. Gut, das bedeutet, ich muss es woanders probieren, testen. Kann ich auch nicht. Ja, irgendwo muss er ja sein, dass es dann besser klappt, dass wir nicht so viel Energie brauchen, ne? Upp, und das war zu viel. So. Irgendwie müssen wir erstmal auf 1500 eigentlich kommen, ne? Und das ist ja noch weit weg, also das ist. Erstmal dieses hier wieder zurück. Irgendwo da muss er ja gleich sein. So, das ist es jetzt nicht mehr. Na, jetzt müssen wir den Punkt hier eigentlich verändern, aber wie wir das gerade wieder gemerkt haben, ist das ja schwierig, ne? Oder wir können, nein, das bringt auch nichts. Ja, da weißt du jetzt wieder gar nicht, was du schon bewegt hast oder nicht. Das ist ein bisschen doof. Stopp, da ist was. Nee, das ist es aber auch nicht. Nee. Ja, jetzt ist die Frage, ob wir hier 5 Tage sind wir davor, das was Unterschied hier jetzt macht, ne? Also wir sind ja hier. Dann sind wir hier, ne?
die Frage, ob das was bringt. Kann man das auch schneller hier machen? Tja. Es sind mehrere Tage, die da passieren. Stopp, da war er. Haben wir keinen Rendezvous-Punkt, sagen wir es mal so, ne? Also wir müssen definitiv jetzt hier den Dingens Ansatzpunkt da ändern. So, jetzt ist nur die Frage, in welche Richtung, ne? Habe ich keinen blassen Schimmer von, ne? Da sind die. Da geht es ja weiter auseinander, ne? Ja, das bringt ja dann schon mal gar nichts. So, mal so rum. Da war es jetzt dann auch nicht. So, dann. Nee, bringt auch nichts. Ja. Das ist es nicht. Ja, immer weiter, mehrere Tage. Irgendwann könnte es klappen, besser zu werden, ne? Ist irgendwie der Mund gerade im Weg gewesen oder so? So, dann. Stopp. Ja. Da müssen wir hier aufpassen, dass wir da nicht noch falsch abstürzen, ne? Das ist der falsche Zeitpunkt, definitiv. Gucken, ob da was besser ist, aber ich glaube es auch nicht. Da wird es eher schlechter, ne? Nee, ich glaube, wir sind da schon wieder irgendwie falsch unterwegs. Ich denke, das können wir schon wieder lassen, ne? Also das Einzige, was ich jetzt noch probieren würde, ist dann da hinten irgendwo. Aber da nochmal besser rauskommen. Aber ich gehe von aus eher nicht, ne, oder? Ne, sieht noch schlechter aus. Irgendwie hat es ja gerade gezuckt. Aber ich glaube, das war nicht der Entscheidende von uns, ne? Ah, das ist... Nein, da ist definitiv die schlechteste Stelle. Wir sind schon bei 3000. Wir sind schon bei 3000. Da hinten bringt es nichts. Das muss hier irgendwo eher liegen. Und wenn es hier vorne ist... Da fliegen wir ja schon durch uns selber durch. Das geht also auch nicht. Ich glaube, hier war schon das Problem, dass wir den falsch gesetzt haben, ne?
Den hätten wir gar nicht anpacken dürfen, den blauen. Corbin Periapsis. So, jetzt ist das weg und jetzt ist das erstmal besser. So, und wo fliegen wir hin? Da jetzt. Stopp, da ist er. Und das Ganze bei 1192. Ich glaube, wir sind jetzt noch so in etwa ans Ziel gekommen, ne? Feinjustierung, denke ich, machen wir dann in der nächsten Folge, wenn es da noch eine Möglichkeit gibt. Wir müssen aber 20 Tage im Voraus, das können wir vielleicht noch ein bisschen unterschiedlich gestalten. Vielleicht geht das ja auch noch einen Tag später oder einen Tag früher, da müssen wir mal gucken. Wo ist er denn jetzt? Herr Duna, bitte melden Sie sich da. Ist er das? Achso, ich muss ihn da hinten anklicken, um an sich zentrieren zu machen. So, jetzt sehe ich den. Und jetzt müssen wir so das haben. Mal gucken, dass wir irgendwo das Manöver erreichen. Ne, nur aus dieser Sicht kriegst du das Manöver nicht hin. Toll, oder? So. Rechtsklicken. Und wenn ich jetzt Duna anklicke, dann ist das da wieder weg. Wetten. So sieht's aus. Ah, jetzt habe ich es aber tatsächlich geschafft. So. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier. Okay, dann zappt er da noch weiter weg. Gut, das war jetzt zu viel. Dann müssen wir das behalten. Dann schalten wir den um. Gucken, dass wir den grünen kriegen. Ah. Stopp, das war's. Marke umsetzen. Ja. Ich glaube, wir bleiben bei der ganzen Geschichte so, wie es jetzt ist. Und ja, kümmern uns nächste Folge drum, dass wir das dann machen. Dralo wird mir da noch was zu sagen. Ob das dann passt, ausrichten etc. und so fort. Und ja, sieht eigentlich nicht schlecht aus, ne? Feinkorrekturen vielleicht nochmal machen oder sowas. Aber erstmal vielleicht diesen Weg eintreten, dass das passt. Okay, dann würde ich sagen, erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.